So, deine Karre, du bist aus Mainz hergekommen, ja, ne? Cool. Und jetzt? Du darfst natürlich in den Fahrer. Ja, natürlich. So, ich sitze hier im Auto mit dem Künstler. Ich sag den Künstlernamen zuerst. C. Rebellum. Mhm. Richtig. Ove Schattauer, die Stimme des Zorns. Er regt sich mächtig über alle möglichen Dinge auf, ne? Ja. Über alles. Ja, aber über alles. Alles Mögliche. Gott und die Welt, sagt Gott man. Gott und die Welt. Eine riesengroße Kritik, die ich habe bei diesen etablierten, ja, Journalisten. Ich habe manchmal das Gefühl, die sind nicht mehr dynamisch. Die sind, ja, so in Stein gemeißelt, ja, ihre, ja, Meinung. Sie sind, ja, verbohrt. Verbohrt. Und egal, ob man ihnen jeden Beweis, den es gibt, für so manche, ja, Verschwörungen von mir aus, ja, vorlegen würde, sie würden es niemals glauben. Richtig. Sie können sich das einfach nicht vorstellen. Und das nenne ich eben eine bezahlte Bücklings-, Karrierehuren, möchte gern lügen, Kackpresse. So würde ich das jetzt sagen, was eben die Liebe. Also sie hat das quasi übersetzt mit dem richtigen Duktus. Ich habe es in meiner Art, Cerebellum, die Stimme des Zorns ausgedrückt. Das meinen das so wir sagen. Quasi gleich. Ich kann sagen, weil ich Künstler bin, Leute. Kinski, Künstler, kennt ihr doch Tupac, Künstler. Das liebe, ja, ich. Ich kann aus frei von, ja, der Leber, und das kommt authentisch, und deswegen hat man 2,5 Millionen Klicks in 7 Tagen. Ja, das ist wahr. Ein gutes Herz ist wichtig, ja. Und da ist wieder so ein interessanter Punkt. Ich erinnere mich nämlich immer an diese Flüchtlingsshow, weil dafür kriegt man immer ziemlich viel Shit von den Zuschauern. Mhm. So richtig viel Shit, mhm, schmeißen sie dir ins Gesicht. Und da denke ich mir, ja, okay, vielleicht war dieser Gast ein bisschen in der Flüchtlingsromantik verloren. Das verstehe ich auch, ja, vielleicht. Mhm. Aber wisst ihr was? Und wisst ihr, was wesentlich daran ist? Er versucht wenigstens, die Welt etwas besser zu machen. Man versucht es, und dafür wird man dann trotzdem... Ja, das ist eine Enttäuschung. Ja. Kann ich auch nur bestätigen. Man, wir haben Friedens-, die Mahnwachen unterstützt, sind auf die Straße gegangen. Das hätte mir mal einer sagen sollen vor 2 Jahren, als ich mich dieser neuen Friedensbewegung anschloss, dass ich auf die Straße gehe und sage, ich möchte Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Und dann wurden wir verbal gesteinigt. Wir haben nicht gesagt Krieg, ja, und wir wollen sie alle fertig machen und noch ärmer machen, die dritte Welt, wie wir es ja machen. Hinter verschlossenen Türen machen wir es ja so, diese Ungerechtigkeit. Wir haben gesagt, wir wollen was Gutes. Wir wollen die Welt zum Positiven ändern, die Natur. Da wurden wir gesteinigt verbal. Das musst du dir vorstellen. Das ist so krank. Das habe ich auch bemerkt, dass die Mahnwachen nicht so gut ankommen in den Medien. Ja. Naja, warum? Es gibt ein... da gibt es ja so viele Philosophen mit irgendwelchen Zitaten. Aber einer hat mal gesagt, du erkennst immer daran, wie weh du der Macht tust, wenn du hörst, wie sie über dich reden. Wenn man zu mächtig wird, zu viele Leute erreicht, dann sagt die Macht... Licht aus. Hast du denn Angst? Ach nee, habe ich nicht. Ich habe doch vorhin gesagt, den Satz kennst du, den sage ich immer, den mag ich. Ich sage, lieber möchte ich aufrecht sterben mit so etwas, was ich tue, mit Eiern in der Hose sterben, als ein Leben lang kniend und bückend zu leben. Also als, ne, kniend, mhm, vor mich hin zu vegetieren. Oder mir irgendwann von einer lieben, netten, hübschen Frau, obwohl von dir würde ich mir das nochmal anders überlegen, im Krankenhaus den Rücken gewaschen zu bekommen. Ne? Dann lieber vorher mit wehenden Fahnen untergehen. Warum so wenige Frauen sind so, warum gibt es so wenige Frauen wie diese Frau neben mir, die sich politisch engagieren, politisch interessieren? Warum sagen mir so viele Mütter, ich kann doch nichts machen, ich muss auf meine Kinder aufpassen? Ja, alle Mütter sagen, sie wollen das Beste für ihre Kinder. Warum gehen sie da nicht für Frieden gemeinsam auf die Straße dieser Welt? Alle Mütter müssten die Ersten sein, die auf die Straße gehen, ihre Kinder hochhalten und sagen, wir wollen, dass die in Frieden groß werden. Weil ohne Frieden, liebe Mütter, nützt euer beschissenes Playmobil-Spiel, nützt eure Baumschule nichts, er spielt Tennis, er spielt Dings, er geht reiten, sie geht reiten, dann nützt kein Klavierunterricht, dann nützt all die Universität und was ihr eurem Kind mitgebt nicht. Wenn Krieg ist, ist hier Licht aus. Versteht das doch endlich und kommt mit auf die Straße. Das ist die Stimme des Zorns, Cerebellum. Wenn mich Leute erkennen, dann ist es immer eher, ich kenne dich von, es ist immer positiv. Also. Die einzigen, die jetzt eher negativ auf mich zu sprechen sind ja Medienleute. Mhm. Aber dieser Medienkleinkrieg, das ist auch wieder so ein Scherz eigentlich. Mhm. Das ist ein Witz. Also die Medienwelt ist echt ein Witz. Ja, das habe ich auch gelernt. Das kann man nicht mehr wirklich ernst nehmen. Und ich will damit die Kollegen auch gar nicht schlecht machen. Ich weiß, die machen ihren Job so, wie sie ihn für richtig halten. Nein, sage ich aber nicht. Ne? Mit bestem Wissen, ja, und Gewissen soll man handeln. Ich bin kein Christ, aber es gibt gewisse Dinge. Du sollst nicht lügen. So, und da hört schon bei 99% aller deutschen Mainstream-Journalisten, vielleicht auch 98,9, wollte nicht übertreiben, gehört es für mich dazu, dass sie
meiner Meinung nach wissentlich lügen. So blöd kann man ja gar nicht sein. Nie wirklich kritisch zu sein. Immer nur so eine Pseudokritik, nenne ich das. Für mich gibt es in unseren Medien eine Art Pseudokritik, in den Mainstream-Medien. Da wird dann mal so, ah ja, ja, und dann sagt mir irgendeiner, guck mal, die haben sogar das im Spiegel oder in der Welt geschrieben. Dann sage ich, ja und? Amerikanische Außenpolitik hofieren in unseren Medien. Und das ist doch peinlich. Leute, ist das nicht peinlich? So war es in der DDR. Da kam von Moskau die Anweisung, ne, von damals, ob nun Brezhnev, ob nun nachher Gorbatschow, aber der war ja noch ein bisschen straight, hat gerade vom Dritten Weltkrieg gewarnt. Und auf Gorbatschow würde ich zumindest instinktiv mal hören, weil es ein weiser, erfahrener Mann ist. Diese Trennung von Russland, Deutschland geht nicht. Wir wollen nie wieder Krieg. Fragt eure Urgroßmütter, die Zeitzeugen sind gestorben. Ich bin aufgewachsen mit Kriegsfilmen, als ich klein war. Mich hat das erschüttert, wenn ich vom Zweiten Weltkrieg die Panzerschlachten gesehen habe. Ob in Russland oder an der Westfront. Mein Opa ist abgeschossen worden über Kreta als Fallschirmjäger. Also bei uns auch in der Familie gab es Opfer, mein echter Opa. So, das heißt, das wollen wir doch nicht mehr, Leute. Speerspitze der NATO, Deutschland, verdammt nochmal. Herr Gauck, reißen Sie sich zusammen. Sie können doch hier nicht wieder die Deutschen mobilisieren. Nie wieder Krieg mit Russland. Nie wieder von Europa Krieg mit Russland. Das ist die Devise. Herzlichen Glückwunsch. Wollt ihr uns verarschen? Das Lied von uns Richtung Bundestag. Wollt ihr uns verarschen? Kennt man vielleicht. Aber jetzt schwitzen wir wahrscheinlich schon zu viel Müll. Und langsam ist der Akku leer. Langsam ist der Akku leer, ja. Ja, wir fahren auch deswegen. Ich wollte dir das nur noch mal zeigen. Du wolltest ja am Anfang vorbei. Mhm. Eigentlich hübsch, ne? Ist schön. Es ist doch wirklich schön, ne? Also von der Architektur haben die Herrschenden schon immer schöne Dinge gebaut, allerdings überwiegend mit dem Blut der Armen. Also das muss ja auch bezahlt und finanziert werden. Die Armen hatten nichts und sie haben sich Paläste gebaut. So war es schon immer. Die Tempel der Macht. Bei sich anfangen, freundlich sein, die alten Werte wieder erkennen. Diese alten Werte, Freundlichkeit, Höflichkeit, Frieden heißt... Ja, nett sein zueinander, miteinander, statt gegeneinander. Nicht nach links und rechts gucken. Gerade jetzt in der Flüchtlingsdebatte, du musst aufpassen bei den Kurven, gerade in der Flüchtlingsdebatte fand ich nun mal gut den Spruch von Olle Gysi. Nicht nach links und rechts gucken und um sich schlagen, das Volk, ne? Dass sich die Mittelstand und armen Leute gegenseitig die Köpfe einschlagen, sondern mal nach oben und unten gucken. Da oben. Teile und herrsche, ja, ist da, das nicht so. Genau, und da oben sitzt nämlich der hier uns alle aufeinanderhetzt, alle Völker der Welt, die uns auseinander dividieren, teile und herrsche, wie du sagst, das alte römische Herrschaftsprinzip seit 2000 Jahren. Teile sie und dann schlagen sie die Köpfe ein, Brot und Spiele dazu, ein bisschen Bundesliga, Fußball-WM und natürlich den Aldi und den Lidl und dann sind alle glücklich. So versuchen sie uns klein zu halten, vor allen Dingen aber gegeneinander aufzubringen. Das ist das Allerschlimmste. Oh, wer hat Angst vor den Radfahrern? Ich habe seit eben irgendwie, sehe ich, noch nie habe ich so die Radfahrer wahrgenommen wie mit dir hier gerade im Auto. Ja, ich habe sie, aber ich nehme sie schon lange wahr. Ich nehme auch die Dame wahr, die jetzt gerade da ganz schnell über die Straße rennt. Sehr gut. Na, du bist schon aufmerksam. Also diese Frau ist, wie sagt man, multitaskingfähig. Sie kann Auto fahren und hat noch alles im Griff. Das ist natürlich gut. Ja, ist alles gut, ja. Schön, macht Spaß. Ja. Jetzt ist auch, scheint die Sonne wieder. Ja, wunderschön, ne? Siehst du, vielleicht ist diese idealistische Einstellung doch gar nicht so falsch. Achso, du sagtest noch weiter. Was können wir noch tun? Als ich von den Müttern sprach, sagte, lasst uns alle ein Zeichen setzen und auf die Straße gehen. Dass die da im Bundestag und egal wo auf der Welt sehen, Hunderttausende gehen auf die Straße. Weil sie brauchen uns, das Volk, sonst bricht das ganze System zusammen. Solange wir das mitmachen und mitlaufen, lachen sie und dann speisen wir das System. Wenn wir aber sagen, Stopp, aus, Ende, nicht so weiter und das gemeinsam, können wir doch, so idealistisch bin ich, vielleicht eine neue Sache beginnen. Heißt ja nicht immer, wir wollen ja nicht immer Blut, wir wollen nicht die Oktoberrevolution alle abschlachten. Auch liebe Medienleute, die ich eben kritisiert habe, wir werden euch nicht abschlachten und zum Markte tragen wie damals. Wir geben allen, das ist christlich, obwohl ich kein Christ bin, Vergebung. Also man muss vergeben, den Leuten, die Fehler machen, in der Macht, in... Lasst uns allen vergeben und einen Neuanfang machen. Wir wollen niemandem wirklich Böses, nur es muss eine gerechtere Welt werden. Gerecht heißt, man kann nicht 35 Segeljachten haben und die Flüchtlinge sterben auf so einer Holzschale. Das geht nicht. Das ist ungerecht, ja. Und darum ist es ja. Darum ist die Welt so krank, weil es eben für alle wäre genug da. Wir haben für alle genug. Es ist nur völlig krank verteilt. Und das ist die Krux und die Wurzel. Und wenn die Wurzel einer Gesellschaft krank ist, da spreche ich jetzt mal das Geldsystem an, ohne weiter darauf einzugehen. Die Wurzel
des Übels ist meiner Meinung nach ein Geldsystem, was ungerecht ist von Anfang an. Und wenn die Wurzel dieses Kapitalismus der Gesellschaft krank ist, was sagte mein Opa als alter Gärtner, dann sind auch die Blätter krank. So einfach ist es. Dann sind die Blätter krank. Das ist alles immer so einfach, Leute. Nochmal, nicht 300 Bücher lesen und 50 Jahre studieren. Das Einfache erkennen, auf den Punkt bringen, klare Ansage. Wurzelkrank, blätterkrank, baumkrank. Und wir hier in unserem Land, unsere Medien, Flüchtlingsdebatte nochmal. Wir versuchen jetzt den einen Ast, der gerade faul wird und ein bisschen kränklich aussieht. Wir fangen am Ast an zu doktoren und sagen, können wir die Blätter nicht mit Bindfäden festhalten? Oder na, so ein bisschen festkleben mit Klebeband, die Blätter, dass sie nicht abfallen, statt die Wurzel des Übels zu finden. Ich spucke dir die ganze Zeit auf den Unterarm. Und denkst, mein Gott, hat er keinen Unterarmscheibenwischer? Nein, der Tupac bleibt hier. Kein Unterarmscheibenwischer, das ist ja wirklich... So einfach ist das, ne? Wir sind da, oder? Wir sind da, ja. Ich drehe auch gleich um. Ja. Also du siehst, manchmal sind die Dinge gar nicht so kompliziert. Na? Tupac muss kurz weichen. Hier wird gedreht. Vielen Dank für das nette Gespräch.